Der 6. Januar 2021 wird sich tief in das Gedächtnis der amerikanischen Bevölkerung graben. Mindestens 5 Menschen starben beim Sturm auf das Kapitol. Die Demokraten gaben Donald Trump eine Mitschuld. Sie präsentierten im Laufe des Verfahrens immer neue Videos, doch es half nichts. Zwar stimmten 57 Senatorinnen und Senatoren für schuldig, darunter 7 republikanische, es hätte aber eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Das Urteil hinterlässt das Land weiter tief gespalten. Ich finde es großartig, denn der Präsident hat keinen Aufstand im Kapitol angezettelt. Inländischer Terrorismus ist real und sie müssen strafrechtlich verfolgt werden. Und Trump muss bestraft werden. Für einen Freispruch stimmte auch Mitch McConnell. Nicht etwa, weil der mächtige Republikaner Trump für unschuldig hält, sondern weil er glaubt, der Senat habe nicht die Befugnis, über einen früheren Präsidenten zu urteilen. There's no question. None. Es ist keine Frage, keine, dass Präsident Trump praktisch und moralisch für die Provokation der Ereignisse dieses Tages verantwortlich ist. Ohne eine Verurteilung stehen Trump die Türen für eine erneute Kandidatur weiterhin offen. Was wir heute im Senat gesehen haben, war eine feige Gruppe von Republikanern, die offenbar keine Optionen haben, weil sie Angst hatten, ihren Job zu verteidigen, die Institution zu respektieren, in der sie dienen. Natürlich hat sich auch Trump selbst mit einem Statement zu Wort gemeldet. Unsere historische, patriotische und schöne Bewegung, Amerika wieder großartig zu machen, hat jetzt erst angefangen. In manchen Ohren mag das wie eine Drohung klingen.